Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu meiner Serie Burnout, am Ende meiner Kraft, wenn die Arbeit krank macht. Wie Sie bereits vielleicht schon wahrgenommen haben, habe ich hierzu auch schon zwei Folgen gedreht. In der ersten Folge drehte sich so alles allgemein um das Thema Burnout. In der zweiten Folge ging es um die Burnout-Lebensentwicklungslinie. Wie entwickelt sich in Phasen ein Burnout? In der heutigen Folge möchte ich Ihnen gerne Risikofaktoren vorstellen. Unterschiedliche Risikofaktoren, die zu einem Burnout führen können. Ja, mein Name ist Patrick Hallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Ja, willkommen zurück. Ja, heute hier in meiner Folge Risikofaktoren für eine Burnout-Lebensentwicklungslinie. Ich werde Ihnen jetzt im Verlauf unterschiedliche verschiedene Risikofaktoren vorstellen. Warum ist es so wichtig, diese unterschiedlichen Faktoren kennenzulernen? Ja, um eben halt wieder mal in der Selbstreflexion zu überprüfen, bin ich vielleicht betroffen? Habe ich unterschiedliche einzelne Risikofaktoren, die für mich zustimmen und passen? Wenn das so ist, lässt sich auch dagegen arbeiten. Wenn man die unterschiedlichen Risikofaktoren kennt und sich darin wiedererkennt, kann man vielleicht darüber nachdenken, das zu verändern, um eben halt die Folgen von einem Burnout nicht zu erleben. Kennen Sie das? Sie wollen eine Sache besonders gut machen. Sie wollen mit viel Enthusiasmus dabei gehen. Zum Beispiel bei mir, ne? Bei mir gab es in der Ausbildung, in der Krankenpflege immer unterschiedliche klinische Unterrichte. Und dann kam meine Kursleitung in die Praxis und hat überprüft, wie ich eben halt mit dem Patienten arbeite und die versorge. Ja, und ich wollte das perfekt machen. Ich wollte das besonders gut machen. Und immer dann, wenn man etwas besonders perfekt machen möchte oder besonders gut machen möchte, geht es leider oftmals schief. Das kennen wir. Also ist die Frage, was für einen Ehrgeiz habe ich eigentlich in meiner Persönlichkeitseigenschaft? Bin ich sehr extrem ehrgeizig, sehr zielstrebig, gehe auch über meine eigenen Bedürfnisse um, Situation für mich gewinnbringend umzusetzen, ist das eine Gefahr auch für eine Burnout-Lebensentwicklungslinie. Übertriebener Ehrgeiz. Der zweite Punkt ist Perfektionsstreben. Bin ich in der Lage, auch mal fünfe gerade sein lassen zu können? Oder ist das so, dass die Dinge alle immer ihre Ordnung haben müssen? Fehlende Fehlerfreundlichkeit. Es dürfen keine Fehler passieren. Die Dinge müssen immer ihre Ordnung haben. Es muss nahezu perfekt sein. Nahezu gibt es eigentlich nicht. Perfekt sein. Hohes Maß, übertriebenes Maß an Perfektionsstreben. Macht Druck, macht Stress und auch hier besteht die Gefahr einer Burnout-Lebensentwicklungslinie. Ja, dann gibt es noch weitere Risikofaktoren im Bereich der Persönlichkeitseigenschaften, das sogenannte Helfersyndrom. Helfersyndrom hat mal Herr Schmidbauer genauer beschrieben, soll hier auch nicht unser Thema sein. Aber hier im Helfersyndrom geht es darum, durch die aufopferungsvolle Versorgung von anderen Menschen wünsche ich mir Anerkennung, Wertschätzung und eben halt auch Lob und sehe darin auch meine Berufung, meine Erfüllung. Nur leider ist es so, Menschen mit einem Helfersyndrom pflegen ihre Patienten, Bewohner krank. Man nennt das auch so schön, pflegen mit Händen in den Taschen. Man leistet ganz viel, aber für den Bewohner ist es nicht gewinnbringend. Und oftmals powern sich die Menschen eben halt aus und finden keine Ruhezeiten mehr in ihrem Helfer. Da sein, können schlecht Nein sagen und leisten eben halt ihre Arbeit zu nahezu pausenlos. Nicht Nein sagen können, habe ich hier auch schon mit abgehandelt.
Es gibt Menschen, die haben immer ein schlechtes Gewissen, ne? Das Telefon klingelt, kannst du einspringen, kannst du arbeiten und hier auch mal sagen zu können, nein, ich habe schon was vor. Da haben viele Menschen ein enorm schlechtes Gewissen. Ich lasse die Kollegen im Stich, die Bewohner im Stich oder Patienten. Sie können nicht ohne mich. Wenn ich nicht komme, kommt keiner. Und hier geht man auch wieder über seine Grenzen, über seine persönlichen Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Ruhe, ja, ist ja auch gegeben, nach Ruhe, sich mal erholen zu dürfen, entspannen zu dürfen, runterkommen zu dürfen, wird dann beiseite gestellt, weil ich nicht Nein sagen kann. Und ich laufe hin und leiste den Dienst oder übernehme diese zusätzlichen Arbeiten. Nicht Nein sagen können. Oder aber auch andersherum, die Ja-Sager, die immer alles auch übernehmen. Aufgaben und so weiter. Muss ja nicht nur im pflegerischen Kontext betrachtet werden, sondern Burnout gibt es selbstverständlich auch in vielen anderen Berufsgruppen. Ja, ein weiterer Punkt ist halt auch schlechte Bildung. Das muss man ganz deutlich so sagen. Wenn ich es nie gelernt habe, in meinem Beruf tätig sein zu können, nie gelernt habe, zum Beispiel, ich beziehe mich wieder auf den Gesundheitsfachberuf, Bewohner aus dem Bewohnerbett zu bekommen, sie zu mobilisieren, sie zu drehen und zu wenden. Wenn ich das nie gelernt habe, strenge ich mich immer sehr an und versuche mit bestem Gewissen, diesen Menschen in irgendeiner Form aus dem Bett zu holen. Wenn ich aber nicht gelernt habe, welche Möglichkeiten es gibt, die mich unterstützen können, jemanden aus dem Bett zu holen, weil ich keine Ausbildung genossen habe und einfach quasi in diesem Bereich dann auch tätig bin oder aus irgendeinem Grund heraus auch tätig sein muss, ne, um nicht vor Hunger in Schlaf zu kommen, um Geld verdienen zu können, dann ist es natürlich auch die Gefährdung gegeben, an einem Erschöpfungszustand irgendwann zu leiden. Ja, warum? Weil gewisse Themeninhalte nicht vermittelt sind, man keine Kenntnis darüber hat, wie man seine Arbeit vielleicht erleichtert bekommt oder eben halt besser hinbekommt. Bildung ist eine präventive Maßnahme zum Thema Burnout. Aber Prävention und therapeutische Aspekte werde ich ja im nächsten Video vermitteln. Ja, hier haben Sie einige Ausschnitte in Bezug auf Persönlichkeitseigenschaften, die durchaus Burnout förderlich sein können. Aber es gibt selbstverständlich auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel arbeitsorganisatorische Bereiche, Rahmenbedingungen durch den Betrieb. Allein schon der Drei-Schicht-Dienst, ne, schafft auch Erschöpfung, einen anderen Biorhythmus. Rund um die Uhr arbeiten, Frühdienst, Spätdienst und aber auch Nachtdienst. Drei-Schicht-System ist eben halt auch dadurch, dass es eine gesundheitsgefährdende Situation ist, besser vergütet, ne? Zum Beispiel durch die Wechselschichtzulagen oder Nachtdienstzulagen. Keiner sagt aber ein, dass man, wenn man im Drei-Schicht-Dienst tätig ist, natürlich auch eine enorme Gesundheitsgefahr darin bekommt. Und hier man auch besonders gut auf sich aufpassen muss. Ja, weitere arbeitsorganisatorische Risikofaktoren sind zum Beispiel auch sinnlose Aufgaben, die man individuell in der eigenen Wahrnehmung als sinnlos betrachtet. Verwaltungsaufgaben, Verwaltungsapparate, Dokumentation ohne Ende. Ne? Pflegekräfte fragen sich immer, mein Gott, was muss bloß alles dokumentiert werden und aufgeschrieben werden? Nicht aufgeschrieben ist nicht gemacht. Mit der Pflegeplanung, mit dem Pflegemaßnahmenplan schreibe ich ja auch in irgendeiner Form eine Rechnung. Also muss es ja auch gemacht werden. Aber wenn dieser Apparat irgendwann so zunimmt und die Zeit am Bewohner fehlt und man sich primär mit Dokumentation und Verwaltung beschäftigen muss, dann kann das auch ermüdend sein und auch erschöpfend. Zudem ist es oft so, dass Menschen in ihrem Beruf unterschiedliche, viele Positionen innehaben. In Bezug wieder auf Pflege,
Ich bin Wohnbereichsleitung, aber auch Praxisanleiter und soll mich um die praktische Ausbildung von Auszubildenden kümmern, soll aber auch am Bewohnerbett tätig sein und das alles in in meinem Stellenumfang von gegebenenfalls eine Vollzeitstelle oder Teilzeitstelle. Das heißt, hier sind klar viele verschiedene Seelen in einer Brust. Man möchte es jeder Seele recht machen. Man möchte eine gute Wohnbereichsleitung sein, man möchte eine gute Praxisanleiterin oder Praxisanleiter sein, man möchte aber auch dem Dienst am Menschen am Pflegebett gerecht werden. Ja, gerade im altenpflegerischen Kontext ist das sehr extrem. Heute wird man Pflegefachkraft. Morgen ist man Wohnbereichsleitung, hat aber nie einen Leitungslehrgang besucht. Und übermorgen soll man sich auch noch um Ausbildung, Qualitätsmanagement oder sonstige Dinge kümmern. Ja, diese unterschiedlichen Aufgaben in einer Person können nicht alle gleich mit gleichem Enthusiasmus eben halt auch bearbeitet werden. Das schafft Frust, das macht auch krank. Das heißt, unterschiedliche Rollen, Aufgaben, soziale Rollen, aber auch Berufsrollen können eben halt ja, einen Ambivalenzkonflikt machen. Schreibe ich den Dienstplan und mache mein Kollegenteam glücklich? Oder kümmere ich mich um den Auszubildenden, damit er seine Anleitung bekommt? Das heißt also hier mehrere Rollen innerhalb einer Person ist ein sehr starker Risikofaktor für eine Burnout-Lebensentwicklungslinie. Ein weiterer Punkt ist hohe Fluktuation im Team. Wenn in einem Team keine Teamstruktur, kein Zusammengehörigkeitsgefühl sich entwickelt hat, man nennt das auch Kohäsion, dann wird es schwierig. Man sucht immer wieder neu seinen Platz, es wird immer wieder sich zurechtgeruckelt. Neue kommen dazu, alte gehen, Trauerprozesse finden statt, der Neue muss erstmal begutachtet werden, beäugt werden. Das heißt, es kehrt nie Ruhe ein, es kehrt nie eine Arbeitsatmosphäre in so ein Team ein. Auch das ist ein Risikofaktor, hohe Fluktuation innerhalb von Teams. Ja, ein weiterer Punkt ist die Beziehung zum Vorgesetzten. Welcher Führungsstil pflegt der Vorgesetzte? Führt er ausschließlich einen autoritären Führungsstil? Du sollst nicht denken, du sollst arbeiten. Das Denken überlass mal mir. Das wiederum schafft auch Frust. Teilhabe, Partizipation, sich mit einbringen dürfen, sich auch vielleicht kreativ erleben dürfen, etwas eigenständig produzieren dürfen, fällt beim autoritären Führungsstil komplett weg. Das schafft auch Frust. Das heißt, es sind also mehrere unterschiedliche Risikofaktoren aus unterschiedlichen Bereichen. Einmal in der Persönlichkeitsstruktur kann einiges drin liegen, einmal auf das Arbeitsumfeld betreffend, aber auch soziokulturelle Ursachen können Burnout förderlich sein. Gerade heutzutage in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Was sagen denn viele Organisationen? Wir sind eine lernende Organisation und wir können uns nur noch verbessern. Was heißt das wiederum? Es wird eine problemorientierte Sichtweise anerzogen. Man schaut immer auf die Dinge, die nicht funktionieren. Man schaut auch immer auf die Dinge, die verändert werden müssen, wo mehr Energie hineingesetzt werden muss. Man schaut aber seltenst mit Stolz auf die Dinge, die man vielleicht schon erreicht hat. Und das, was auch schon hervorragend gut klappt, das tritt oftmals im Hintergrund. Das Thema wird uns schon von frühester Kindheit her anerzogen. Wir sollen uns immer verbessern. Wir sollen immer das Bestmögliche herausholen. Wir sollen immer Leistung erbringen. Sonst passiert das und das, ne? Also das heißt, wenn du nicht aufpasst in der Schule, wirst du das und das. Das hört man ja schon in der Kindheit. Also pass auf, damit du das nicht wirst. Also musst du immer Leistung erbringen.
Wir werden zum problemorientierten Dasein erzogen. Die Dinge, die schon da sind, die schon gut laufen, man darf sich auch mal ausruhen darauf. Ausruhen bedeutet, zur Ruhe kommen, sich entspannen zu dürfen. Und gerade in der Ruhe und vielleicht auch manchmal in der Langeweile entstehen überhaupt erst wieder kreative Gedanken. Deshalb ist es auch mal sinnvoll, auf der Arbeit für eine gewisse Zeit mal Langeweile zu erleben. Ohne Langeweile keine kreativen Gedanken, keine neuen Denkanstöße. Wenn wir immer nur hetzen und hetzen von einer Situation in die nächste Situation und gar keine Zeit haben nachzudenken, keine Langeweile erleben, keine Pausen erleben, entsteht seltenst auch Neues und Kreatives. Ja, ich habe Ihnen jetzt hier unterschiedliche Faktoren und Risikofaktoren vorgestellt, die eine Burnout-Entwicklungslinie verursachen können. Persönlichkeitsstrukturen, Persönlichkeitsursachen, also Risikocharaktereigenschaften, denn Risiko im Bereich Arbeitsorganisation und ein Aspekt im Bereich soziokulturelle Ursachen. Also, es gibt viele unterschiedliche Ursachen. Und das Video könnte ich noch auf 90 Minuten weiter fortsetzen, nur das möchte ich nicht tun. Ich möchte, dass Sie hierzu einen Einblick haben und einmal für sich überprüfen, ob die Hauptursachen für eine Burnout-Lebensentwicklungslinie vielleicht auf Sie zutreffen. Im nächsten Video würde ich gerne präventive Maßnahmen mit Ihnen bearbeiten, so dass Sie konkret für sich etwas leisten können, um vielleicht aus diesem Karussell der Gedanken und so weiter ausbrechen zu können, um nicht am Ende dieser Entwicklungslinie anzukommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Denken Sie daran, ein Abo, wenn Sie es nicht schon getan haben, dann können Sie auch immer wieder benachrichtigt werden, wann die nächsten Videos kommen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Und tschüss.